So, ich habe jetzt das Teil rausgefräst. Das sieht hier einigermaßen. Das ist ganz gut geworden. Ich muss ein bisschen drüber schleifen. Grund ist, dass das Kupfer da doch irgendwie so ein bisschen zur Seite vom Fräser nicht weggefräst, sondern weggedrückt wurde. So also ganz klar, warum weiß ich, ist mir jetzt das noch nicht. Da muss ich noch mal gucken, ob da vielleicht irgendwie der Stichel vielleicht nicht optimal ist oder ob das halt einfach nicht anders geht. Das ist halt bei SMD-Teilen, was da halt drauf kommen, halt ein bisschen blöd, weil man schon gucken muss, dass da zwischen den Bahnen halt da wirklich nichts mehr drin hockt, kein Kupfer mehr drin bleibt. Ich habe es jetzt mal soweit schon mal etwas glatt geschliffen und ein bisschen nachbearbeitet. So von den Abständen und den Pads sieht es ganz gut aus. Ich werde es jetzt noch da rausschneiden und dann mal bestücken und ausprobieren, mal gucken, ob es funktioniert. So, ich habe jetzt die Platine soweit gesäubert, entgratet und bestückt. Ich habe es auch angeschlossen und das funktioniert auch. Ich kann das mal zeigen, wenn ich da jetzt drauf tippe mit einem metallischen Gegenstand oder ich kann auch den Finger nehmen. Dann geht die LED an. Das funktioniert hervorragend. Den mal nehmen hier. Sobald man da drauf tippt, geht die LED an und das Signal wird entsprechend dann weitergegeben. Ja, das sieht jetzt gut aus. Er funktioniert. Ich habe jetzt noch ein bisschen optimiert, beziehungsweise da noch Widerstände rausgenommen. Gerade an der Ecke hier unten, da waren drei hintereinander geschaltet, 1 Kiloohm Widerstände. Da musste ich zwei entfernen. Ich habe jetzt nur noch einen drin, weil ich geplant habe, das mit 12 Volt zu betreiben. Wenn ich da alle drei drin habe, geht die Spannung zu weit runter. Das bringt nichts. Ich habe jetzt einen drin, dann habe ich hier ungefähr 5 Volt. Das passt. Und ja, dann kann ich es mit 12 Volt betreiben. Ich werde jetzt noch für die Unterseite hier noch eine Platte schneiden, die gleichen Ausmaße hat, eine Kunststoffplatte, wo ich das dann draufsetzen werde, damit ich da ja, eine vernünftige Höhe bekomme. Die werde ich eben noch zurechtfräsen, entsprechend den Maßen, wie die Platine auch hat. Ich werde hier noch eine kleine Aussparung dann vorsehen hier, weil da ist die Lötstelle, die Durchkontaktierung von hier oben, dass hier unten eben auch Massepotenzial ist, damit das funktioniert. Ja, und wenn das dann da drauf sitzt, wenn ich eine Platte habe, dann muss ich mal gucken, dass ich irgendwie noch den vorderen Teil hier irgendwo ein bisschen schütze. Da muss ich mir was überlegen, ob ich das irgendwie transparent irgendwie versiegel. Kommt da noch eine andere Leitung dran. So, jetzt muss ich noch meine Steuerung so weit erweitern, die Platine, den GRBL-Jogger, den ich nachgebaut habe, dass ich eben auch das Signal dort einspeisen kann, um die Probefunktion zu benutzen. Das würde ich dann eben auch noch zeigen, wenn das mal soweit ist. Jo. So, bevor es eins testen und einbauen geht, das meiner Z-Probe, ich habe jetzt die Platine soweit angeschlossen und habe ein, gucken, ob man das hier sieht, ein unscharf. So. Ich habe eine Plastikplatte noch gefräst. Ich gehe mal noch etwas mehr heran. Die ist so 2,5 mm, 3 mm stark, genau in den Abmaßen, wie ich brauche, und habe die jetzt da drunter geklebt. Man sieht auch, es funktioniert noch. Ich habe auch gerade Strom drauf. So, dann habe ich eine Leitung angeschlossen, dreipolig, wie ich sie brauche, mit einer gewissen Länge. Habe auf der anderen Seite so eine XLR-Stecker- und Einbaukupplung, die kommt an mein Gehäuse und habe meine Frässteuerung, meinen Nachbau von dem GRBL-Jogger umgebaut. Das ist der Vorteil, wenn man das Ding selber baut, dann kann man hier einfach die nötigen Bauteile. Ich habe so eine Filterkonstruktion mit Widerstand und Kondensator. Ich habe noch einen freien Pin gehabt auf dem Widerstandsarray, den habe ich benutzt. Habe ich den Pin, das ist PB4 von dem Atmel-Prozessor, wie der Carsten Meyer ja beschrieben hat, jetzt da angeschlossen.
und habe einen Pinheader hier noch drauf gesetzt, der sitzt hier. Das ist hier der dreipolige Pinheader, wo eben dann plus 12 Volt Masse und der Signaleingang aufliegt. Das ist eben die XLR-Buchse, die ich da schon vorbereitet habe. Mit einem entsprechenden Kabel dran, auch dreipolig, und das kommt jetzt in mein Gehäuse rein. Und dann werde ich den Taster mal testen und gucken, ob das so funktioniert mit der Steuerung. So, ich habe jetzt die Einbaumaßnahmen abgeschlossen. Es gab noch ein paar Änderungen. Zum einen habe ich an dem Taster hier ein anderes Kabel angeschlossen mit einem Klinkenstecker. Ich habe dann das bestehende Kabel etwas gekürzt und mit in meine Verkabelung hier aufgenommen. Das ist da mit drin. Und hängt jetzt hier oben. Da oben ist jetzt eine Klinkenbuchse hier. Da kommt das Kabel raus. Vorteil ist, dass man dadurch die Probe eben abtrennen kann und gegebenenfalls auch andere Messsonden da anschließen kann. Da sind drei Pole, das ist das Signal, Masse und Spannungsversorgung. Ich habe die Spannungsversorgung umgestellt auf 5 Volt. Das aus dem einfachen Grund, dass man dann etwas universeller mit anderen Messsonden hingehen kann, die vielleicht irgendeinen Konverter oder sowas noch drauf haben und eben 5 Volt brauchen, beziehungsweise weil ich ja letztendlich eine 5 Volt Versorgung auch auf dem GABL Jogger habe. Als Maximalpegel auf dem Signal. Wenn ich da jetzt irgendwo mit 12 Volt, dann muss ich da unter Umständen wieder Konverter bauen oder das runtersetzen. Und das war mir alles viel zu mühsam. Ich sage, komm, gehen wir auf 5 Volt. Die habe ich zur Verfügung. Die ist ausreichend stark. Ich habe ja einen Schaltregler auf dem GABL-Jogger. Insofern ist das kein Problem. Ich kann nochmal den Einbau hier zeigen. Da hinten sitzt die XLR-Buchse, wo dran hängt, eben wo dann hier vorne mit einem Kabel da reingeht. Und da hängt eben das Kabel mit dran. Eine große Sache. Ja, und jetzt kann ich eben mit der Sonde hier mal verfahren. Jetzt stelle ich mal die Kamera geschwind ab und justiere sie neu, dass man das besser sieht. Wenn ich mir auch nicht selber im Weg stehe. Näher ran. Ich habe jetzt mal einfach in die Spindel so ein 1,5-2 mm Fräse reingesetzt mit einem Klotz. So, jetzt kommt die Sonde da drunter. Stecken sie mal da oben ein. Man kann schon sehen, jetzt wo sie eingesteckt ist, ich kann es mal ein bisschen kippen. Wenn ich da jetzt drauf tippe, das reicht schon mit dem Finger oder hier mit der Spitze, dann geht da die LED an. Man muss allerdings, wenn man das auf dem Werkstück, also wenn man die Position proben will, muss man sie ein bisschen festhalten, weil durch das Kabel, das kippt ein bisschen nach oben. Und der Kontakt muss ja nur so schwach sein, sobald die Messspitze berührt, da ist ja nicht viel Kraft dran, wird sofort Signal ausgelöst, dann würde sie zu früh auslösen. Da muss ich jetzt mal gucken, dass ich das mit Kamera halten kann, oder so halten kann, dass die Kamera es nochmal sieht. Ich gehe nochmal ein bisschen näher ran. So, und dann probiere ich das aus. In BCNC ist eine entsprechende Probefunktion vorhanden, in der man eben einstellen kann die Höhe, also wie weit er maximal runterfahren soll, wie schnell er runterfahren soll und wie er auslösen soll, also dass das Signal eben gesetzt wird, sobald er unten ist und dass er eben auf Error geht, wenn er zu weit runterfahren muss, ohne dass ein Signal kommt. Das habe ich so eingestellt. Jetzt versuche ich das mal mit einem Finger hier zu halten, dass man das auch sieht. Hier auf Probe. Ich bin bei mir reingegangen immer mit ich muss wahrscheinlich noch ein bisschen runter, dass er mir vorher anhält, und ich habe so 50 drin stehen, so, und habe eben mit, ich fahre mit 200 mm pro Minute. Das ist ein ganz guter Wert, da ist er relativ flott und geht trotzdem nicht zu weit runter. Zack, ist drauf. Kann man erkennen. Man kann vielleicht, wenn ich das abschatte hier auch noch, also man sieht, dass da jetzt die rote LED hier brennt, da wo mein Finger ist, da leuchtet es. Das heißt, er ist drauf, wenn man da jetzt versucht anzutippen.
Also das sitzt gut. So, jetzt muss ich das eben als dass ich meine Nullposition plus die Dicke. Die Dicke habe ich mal ausgemessen mit der Platine, die liegt bei 3,6 mm. Das heißt, ich müsste jetzt eben ein Z 3,6 setzen. Dazu gibt es auch einen entsprechenden GRBL-Befehl, der G92. Das ist aber im BCNC nirgendwo zu finden. Also ich habe geguckt, das gibt es da nicht. Das muss man halt dann von Hand rein eingeben, dass man da sagt G92Z3.6. Und dann wird dieser Punkt gesetzt und ab da kann ich den verwenden. Kann jetzt von der Probe wieder runterfahren. Kann das mal wegnehmen. Machen jetzt hier zum Beispiel mal ein G00Z0. So, und jetzt bin ich hier auf dem Glotz. Man sieht, das passt ganz genau. Ich bin genau drauf. Es schrubbelt hier ein bisschen, also hebt jetzt so ganz minimal Späne weg. Also es ist eigentlich für die Position passt das ganz genau. Funktioniert hervorragend. So. Und ich habe auch schon ein paar Objekte jetzt gefräst damit, wo mir das, also mit der Z-Probe als Hilfsmittel, um eben das Z0 einzustellen. Das geht halt sehr elegant, sehr schnell, selbst mit dem Eintippen von dem G92. Ich muss mal gucken, man kann in BCNC sich so ein Makro bauen und auf eine Taste legen, das, oder auf eine Taste mit einem GRBL-Code belegen. Das werde ich vielleicht noch tun, dass man da nur irgendwie F3 hauen muss und dann macht er das, damit es einfach ein bisschen schneller geht. Man muss das ja auch festhalten, darüber greifen. Das ist dann natürlich schon immer ein bisschen, da wäre manchmal eine Fernbedienung nicht schlecht, aber gut, man kann nicht alles haben. Aber funktionieren tut's. Und auf der Basis ja, ist es ein sehr nützliches Tool. Jo. So, ich habe im Internet ein bisschen rumgeguckt und also im BCNC und habe da eben ein paar Funktionen gefunden, wo man auch, oder eine Funktion gefunden, mit der man auch Unebenheiten abtasten kann oder eben Kurven abnehmen, um zum Beispiel irgendwelche krummen oder gewölbten Objekte auch gravieren zu können und das rauszurechnen aus einer Freifläche. Und dazu braucht man eben einen Höhentaster, der aber, wenn ich jetzt beliebige Objekte abtasten will, eben nicht auf dem elektrischen Kontakt besteht. Also dass ich da nicht eine metallische Oberfläche oder irgendwie den Taster kann ich ja dann nicht drunter setzen jedes Mal, sondern da brauche ich im Prinzip einen mechanischen Taster mit einem Schalter drin. Und da habe ich was gefunden, 3D-Taster. Man kann die auch kaufen, kosten aber irgendwie jenseits von 100 Euro. Ist mir alles zu teuer, kann man auch selber bauen, habe ich was gefunden. Da will ich mich auch mal dran versuchen, das zeige ich dann noch.